Hallo und willkommen zurück zu TeamTube, dem Format, in dem ich Teams erkläre. Heute im AU-Tier und hier werden wir uns mal ein Team um das Pokémon Sorg, also Karadonis auf Deutsch, angucken. Das Ganze ist, ich bin auf die Idee mit Sorg gekommen, indem ich auf dem TS war und nicht wusste, warum ich was im AU bauen sollte, nachdem Venomoth gebannt wurde. Und ja, dann war da der gute Andi, der CP-Hunert, und meinte so, ja, spiel doch mal Bandit Sorg. Da habe ich mir das Teil mal angeguckt und ja, das Teil ist echt cool mit einem Choice Band. Das hier ist jetzt zwar eigentlich das komplette Standard-Set, aber viel anderes könnte man jetzt nicht machen. Man könnte jetzt irgendwo noch ein Earthquake draufklatschen, was im AU jetzt nicht so viel Sinn macht, da du Drapion sowieso mit einem Choice Band Close Combat besiegen kannst. Oder ein Ice Punch, der jetzt auch nicht so viel bringt, weil alles, was du mit diesen Attacken one-hitten würdest, oder Thunder Punch kann man auch spielen, würdest du halt auch mit einem Close Combat entweder One-Hitten oder fast One-Hitten. Und dafür lohnt es sich jetzt nicht, irgendwie eine der anderen Attacken, die man sehr oft gebrauchen kann, rauszunehmen. So, und zwar spielen wir hier erstmal der V-Split. Max Attack, Adamant, also hartes Wesen, komplett in den Angriff investiert. Den Rest in die Initiative, um noch ein bisschen was zu outspeeden. Frohes Wesen lohnt sich meines Wissens nach nicht und meiner Meinung nach auch. Da es eigentlich nichts gibt, was du irgendwie outspeeden müsstest und auch nichts Wichtiges, dass du damit outspeeden kannst, denn eigentlich alles Wichtiges würde dich auch sowieso noch outspeeden, also 85 Base ist jetzt nicht so viel. Ich guck mal eben, auf wie viel kommen wir denn damit. Ja, 295, das ist gar nichts. Hartes Wesen macht da mehr Sinn. Außerdem machen wir dann halt damit maximalen Schaden. Und der Schaden, den Bandit Sorg mit Adamant Wesen macht, ist komplett broken. Also broken nicht, aber das ist richtig viel Schaden. Es gibt eigentlich keinen Switch in dieses Vieh. Das ist so gut, also vom Schaden, vom Damage Output her. Es gibt kaum Switch-Ins. Eigentlich gibt es gar keinen Switch-In, außer ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel mache ich einem komplett physisch defensiven LMMOler, aber die werden meistens sowieso nicht komplett physisch defensiv gespielt. Wir spielen hier Close Combat als Stab Move. Zen Headbutt für Sachen, die Close Combat resisten, wie Amoongus, welches wir hier übrigens auch spielen, ihr seht ja das Team schon. Knock-Off gegen solche Dinge, so Sachen mit Evoliten wie Togetic, die hier rumlaufen, oder Xatu sieht man auch manchmal, trägt doch keine Evoliten, aber Xatu kann man auch gut treffen, halt grundsätzlich Psychic Types, kann man mit dem Knockoff extrem gut treffen. Außerdem ist es immer ganz gut, ein Item abzuschlagen, vor allem in diesem Team hier, das einige Probleme mit Scarfed Amboar hat. Da den Scarf abzuschlagen, ist ganz praktisch, auch wenn man es one-hitten könnte, aber wenn man den, aber hey, manchmal, ne, ist egal. Knockoff ist halt oft ziemlich safe zu drücken. Und dann haben wir noch den Poison Jab gegen Feen wie Togetic oder Aromatiss. Wie heißt du auf Deutsch? Ich weiß es gerade nicht. War es der Gensi, wir gucken nur Kuchen oder das andere Vieh? Keine Ahnung, auf jeden Fall eins dieser hässlichen Feenviecher aus Gen 6, die nicht so schön aussehen. Also dieses Sorg soll eigentlich nur ultra viel Damage drücken. Wir haben auch die Sturdy, das heißt, wir überleben auf jeden Fall eine Attacke. Moldbreaker lohnt sich nicht, weil wir haben keinen Earthquake. Und wenn, dann würde uns das auch nicht viel bringen, weil wir damit eigentlich nur Flygon treffen können. Was mir jetzt gerade spontan einfällt, es gibt bestimmt noch was anderes, aber mir fällt gerade nur Flygon spontan ein. Ja, gibt es. Es gibt noch Wonsong, aber nee, Sturdy ist ja doch praktischer, damit wir mal einen Schlag überleben. Und damit können wir eigentlich fast immer mindestens ein Pokémon mit Sorg rausnehmen. Und Inner Focus bringt uns eigentlich auch recht wenig. Ich finde, die Sturdy macht einfach am meisten Sinn. So, dann spielen wir hier ein Flygon, denn wir müssen ja irgendwie unsere Robustheit behalten, unsere Sturdy. Und deswegen spielen wir hier einen Defog Flygon mit einem Life Orb. Und zwar spielen wir zusätzlich noch ein speziell offensives Flygon, also ein offensiver Defogger, der zusätzlich noch speziell ist, womit man jetzt auf Flygon nicht unbedingt rechnet. Auch wenn es aus irgendeinem Grund das erste Set ist, was einem bei Smogon angezeigt wird. Hey! ist auf jeden Fall ziemlich gut, denn Flygon kann man eigentlich fast immer in Hazards reinwechseln. Also mir würde jetzt kein besonderer Grund einfallen, nicht mit in Hazards reinzuwechseln. Also man resistet die Stealthworks, was auf jeden Fall gut ist für einen Defogger. Man ist zusätzlich noch immun gegen Spikes und Toxic Spikes. Und ja, Klebenetze auch.
Und damit können uns Hazards eigentlich relativ wenig, also können wir auch relativ oft spinnen und durch unsere spinnen vor allem defoggen und durch unsere 100er Init Base, welche im AU schon ziemlich gut ist, outspeeden wir oft viel und kriegen oft unseren Defog raus. Wir müssen halt aufpassen, dass jetzt keine Glalies, Mega Glalies meine ich, oder okay, andere Glalies sieht man nicht, oder Sneebels rumstehen, weil die machen extrem viel Schaden, Glalie one-hitted sogar. Ob Sneebel das jetzt gerade tut, weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen die mit einem Eisschart extrem viel Schaden und one-hitten auch. Wobei ich es jetzt bei Sneebel nicht genau weiß, weil mir das noch nie passiert ist, die Situation. Ich habe nur selber mit meinem eigenen Glalie Flygons gewone-hitted, weil man bleibt nicht mit Flygon und Glalie drin, außer man ist irgendwie ein bisschen Whisky drauf gerade. So, wir spielen hier ein spezielles Set. Wir haben zwar relativ wenig Spezialangriff, also mit 80 Base ist jetzt nicht ultra viel, aber das reicht, um die standardmäßigen Hazard-Leger aus dem AU, welche wären Rhyperior, also Rihornior, Megastalos oder Quillfish, wie heißt du auf Deutsch? Quillfish halt, ich weiß gerade nicht genau, wie Baldorfisch, so heißt es auf Deutsch. Können wir mit der Earth Power entweder fast oder komplett one-hitten. Und da machen wir auf jeden Fall mehr als 50%, denn diese drei Pokémon sind alle eher physisch defensiv, bulky. Und ja, die restlichen vier habe ich in die Spezialverteidigung getan, macht eigentlich relativ wenig Sinn, wir tun die mal in die Defense. Weil wenn wir die in der Verteidigung haben, nehmen wir weniger Schaden durch die standardmäßigen Prio-Attacken. Ist zwar nicht viel, wir haben einen Punkt mehr, wow, aber ist jetzt nicht allzu schlimm, wenn man da vier in der Defense hat. Ist eigentlich fast egal, aber in der Defense macht's dann doch ein bisschen mehr Sinn. Dieser eine Punkt könnte irgendwann mal den schmalen Grat zwischen Leben und Tod darstellen. Also lassen wir das da einfach mal. So, wir spielen hier einfach Draco Meteor, einfach weil das Stärkste ist, was Flygon kann. Und wir wollen sowieso nicht viel angreifen. Dann spielen wir halt Earth Power, um halt die genannten Hazard-Rausleger treffen zu können. Der Fire Blast ist extrem gut gegen so Sachen wie Excavalier, welche halt gerne mal in Flygon drin bleiben, da Flygon ja meist physisch gespielt wird und da dann relativ wenig Schaden anrichten kann durch Earthquakes oder Outrages. Deswegen Fire Blast kann diese Dinge einfach one-hitten und hat dann auch einen guten Überraschungseffekt drin, auch wenn das auch wieder relativ common ist, ein Fire Blast zu spielen. Man könnte zwar noch Roost spielen, wenn man möchte, aber ich habe mich hier für den Fire Blast entschieden. Der hat sich einfach in den meisten Situationen ausgezahlt. Damit treffen wir zum Beispiel auch im Umgis. Zwar nicht gut, aber wir treffen es. Und der Life Orb halt einfach für ein bisschen mehr Schaden, ne? Levitate, Standard, können wir ja nicht anders machen. So. Dann haben wir noch dabei einen Drapion, denn wir wollen für Sorg, damit es sweepen kann, doch auch gerne selber noch ein paar Hazards rauslegen. Und ich nehme mal den Whirlwind da weg und tue dann Roar hin. Macht genau das gleiche, aber das kann ich auf Oras draufklatschen. kann ich da ja per TM einfach draufpacken. Also macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Ich habe das einfach mal drauf gemacht. Mit der Black Sludge auf jeden Fall. Ein bisschen Recovery ist halt immer gut, denn wir spielen hier ein vollkommen physisch defensives Drapion. Sieht man jetzt eigentlich fast gar nicht. Aber ich habe es einfach mal gemacht, denn ich hatte hier an der Stelle vorher ein Rhyperior. Und mit Rhyperior an der Stelle wurde ich extrem stark von Galagladi gefickt. Hab mich deswegen dazu entschieden, Drapion mit reinzunehmen, einfach weil Drapion alles gut abfängt, was so ein Standard Dingens drauf hat, ein Standard Galagladi. Und ja, dann können wir halt unsere Toxic Spikes rauslegen. Kann zwar leider keine normalen Spikes oder Stealthwalks lernen, aber die Toxic Spikes machen das, was sie sollen. Sie sollen ja eigentlich nur Fokusgurte brechen, die man im AU auch relativ selten sieht, aber wenn, dann hat man sie kaputt gemacht und halt die Pokémon ein bisschen anschwächen. Und da wir sowieso einen einigermaßen brauchbaren Core mit Drapion und Immungis haben, der zwar nicht allzu krass ist, aber einigermaßen brauchbar, weil keiner von beiden eine Schwäche hat, die der andere auch hat, können wir da halt auch ein bisschen was mit den Toxic Spikes rausstoren, damit Zork halt auf fast alles einen garantierten One-Hit landet. Dann stehen wir noch den Knock-Off, um halt Sachen wie Scarfed Amboar, den Scarf abzuschlagen, denn wir wollen diesen Scarf nicht auf den Amboars drauf haben, weil die machen uns sonst ziemlich kaputt. Außerdem, bei dem Gegner ein Item abzuschlagen, ist nie sonderlich schlecht, was die Recovery-Möglichkeiten von Amoongus oder so zerstören, denn Amoongus kann uns relativ wenig, außer halt eventuell mit der Pilzspore, aber die sollte man doch irgendwie noch anders abfangen können, hoffentlich. Muss man halt ein bisschen predicten gegen das Teil, aber egal. Dann haben wir noch den Poison Jab, einfach damit wir eine Gift-Attacke haben, mit der wir vor allem eine Attacke haben, mit der wir Gallade treffen können auf dem Teil, weil es macht wenig Sinn, das gegen Gallade mitzunehmen und es dann nicht treffen zu können. Außerdem haben wir eine 30%ige Chance auf ein Poison,
Und ich wage zu behaupten, dass das ganz praktisch ist, den Gegner zu vergiften. Wir spielen übrigens auch die Fähigkeit Battle Armor statt Sniper oder Keen Eye. Wobei Keen Eye jetzt auch nicht so sinnvoll ist. Also anstelle von Sniper, denn wir wollen nicht gequittet werden, da wir defensiv sind. Bei einer offensiven Variante würde ich Sniper spielen, aber wir wollen nicht gequittet werden, anstatt Quits abzubekommen. Also, ja. Dann spielen wir noch War, um das ganze gegnerische Team ein bisschen durcheinander zu werfen, die Toxic Spikes ein bisschen rauszubekommen. Eventuell predikten wir mal einen Switch in den Spinner slash Stierfolger, können auch War drücken. Und ja, ist ganz praktisch, War da zu haben, mal das ganze gegnerische Team in die Toxic Spikes werfen. Und ein bisschen das gegnerische Team durch die Gegend werfen. Wir spielen ja, wie gesagt, voll physisch defensiv, 248 in der HP, in den HP, um halt auf Level 100 auf eine ungerade KP-Anzahl zu kommen. Ich guck mal auf Level 50, da war, mussten wir, glaube ich, komplett 252 in HP machen für ungerade. Ja, habe ich zum Glück so gezüchtet, also trainiert, wäre ein bisschen kacke gewesen, wenn nicht. Und den Rest einfach in die Special Defense, kann man in die Attack legen, kann man auch in die in Speed legen. Ich habe es einfach in die Special Defense gelegt. Dann können wir speziell noch ein bisschen was abfangen. So, dann haben wir hier noch bei ein Amoongus, ein Hutsasser, denn Amoongus ist im Allgemeinen auf beiden Seiten, wenn man es mit diesem EV-Spread, den ich hier spiele, eine einigermaßen brauchbare Wall, würde ich es jetzt, ja, kann man glaube ich so nennen. Auch wenn dieses Amoongus jetzt nicht gerade darauf ausgelegt ist, Gegner hart zu wallen, sondern eher reinzukommen, zwei Hits zu tanken, Spore zu drücken, / Stun-Spore, wir springen ja hier beides, und dann wieder rauszugeben, sich mit dem Regenerator zu heilen. Dieses Amoongus soll halt nicht wirklich viel lange drin sein, sondern einfach nur die Spore nutzen, / die Stun-Spore. Und zwar kommen wir jetzt hier erstmal der HP-Spread, der EV-Spread habe ich ja gerade schon einigermaßen erklärt. Wenn wir das genau so machen, sollten wir von fast nichts im Tier one-hitted werden, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich jetzt one-hitten kann, wäre Mega Glalie und ich glaube, und ja, Amboar mit Garantie. Zumindest ein physisches Amboar. Spezielles Amboar weiß ich jetzt nicht. Ich glaube eher nicht, dass es das One-Hitted, weil das weniger Durchschlagskraft mit seinem Flareblitz hat. Und ja, so können wir halt immer einen Angriff tanken und einfach mal die Pilzspore drücken. / die Stun-Spore. Wir spielen hier nämlich die Pilzspore, um halt Gegner einfach schlafen zu legen, weil das einfach ein extrem guter Move ist. Giga Drain, einfach damit wir ein bisschen Schaden drücken können, wenn wir mal drin bleiben wollen. Clairsmog, um halt Gegner daran zu hindern, an Amoongus zu setupen. Und die Stun-Spore, denn wenn wir Spore drücken, wird der Gegner wahrscheinlich einen Sleep-Folder reinwechseln, um dann direkt wieder rauszugehen und ein anderes Pokémon rauszuholen, um Amoongus zu killen. Da können wir einfach das könnten wir predikten. Einfach Stun-Spore drücken, den Gegner paralysieren. Das finden die meisten Checks gegen Amoongus auch nicht so toll, sowas wie Mega Glalie oder Amboar. Die wollen nicht unbedingt paralysiert werden. Und deswegen ist die Stun-Spore eigentlich ganz gut drauf zu haben. Man könnte Synthese spielen oder Foulplay. Hab mich aber für Stun-Spore entschieden, weil es einfach ganz praktisch, für mein Team hier ganz praktisch ist, sowas wie Glalie oder Amboar paralysieren zu können. Weil die uns sonst doch ziemlich zerstören. Und Flygon zu paralysieren ist auch nicht schlecht, denn dann können wir es mit Zork ausspielen und rausnehmen. So, dann haben wir da ein spezielles Houndoom mit dem Choice Scarf und Flashfire. Flashfire, einfach Feuerattacken hochboosten, wenn möglich. Early Bird könnte man spielen gegen Sachen wie Amoongus, aber Flashfire macht, finde ich, doch ein bisschen mehr Sinn. Erst recht, wenn man so eine Amboar Weak hat, dann kann man das Teil gerne, dazu benutzen, dass das Amboar jetzt nicht unbedingt auf eine Feuerattacke gehen möchte, wodurch man dann Amoongus teilweise sogar reinwechseln kann, wenn man richtig prediktet. Und ja, wir spielen hier ein Choice Scarf Set, um Sachen wie Glalie zu outspeeden. Würden wir sonst nicht. Wir würden Glalie nicht outspeeden. Mit einem Choice Scarf können wir es auf jeden Fall outspeeden. Oder Sachen wie, Phanaxis können wir damit auch outspeeden. Und dann mit Dark Pulse oder Flamethrower reinhauen. Dann haben wir noch Overheat, denn Overheat ist ganz praktisch gegen so Sachen wie Amoongus, wenn wir dann mehr Schaden drücken können, um das Teil rauszunehmen, ohne dass sie sich hochheilen können. Oder halt um Glalie zu one-hitten. Ich weiß gerade nicht, ob der Flammenwurf ausreicht. Ich glaube schon, aber ich glaube, man muss es ein bisschen anschwächen. Tut mir leid, wenn ich weiß es gerade nicht. Ich drücke eigentlich in den meisten Fällen einfach Overheat, weil ich mit Houndoom eh nicht lange drin bleiben möchte, weil man sieht halt recht schnell, dass das Teil scarfed ist und dann wird man auch relativ schnell was dagegen reinwerfen und da drücke ich lieber einfach mal Overheat, wenn der Gegner da was reinwechselt, um ein bisschen mehr Schaden zu drücken, als mit einem Flamethrower oder einem Dark Pulse. Dann spielen wir noch Destiny Bond. Man könnte an der Stelle auch irgendwie Toxic spielen, um halt Switches auf Walls zu predikten, aber ich fand Destiny Bond einfach ultra praktisch gegen so Sachen wie halt auch Glalie und Amboar, die ich halt schon oft erwähnt habe, weil die halt echt Threats für mein Team sind. Oder wenn jemand, wenn anderer mal Sorg spielt, hätte ich auch ein kleines Problem. Wobei Glalie es halt auch speeden würde und viel Schaden drücken würde.
haben wir auf jeden Fall das Destiny Bond, und wenn wir wissen, dass wir das Teil nicht rausnehmen können, können wir einfach Destiny Bond drücken. Durch das Choice Scarf sollten wir fast alles outspeeden und das Teil einfach mit uns in den Tod reißen. Also Destiny Bond ist hier relativ praktisch, um einfach Sachen mit in den Tod zu nehmen. Wobei wir das gegen Glalie gar nicht brauchen, das Destiny Bond, das labere ich. Eigentlich brauchen wir es hauptsächlich gegen Amber oder ähnliches. Tut mir leid, dass ich gerade nicht so weiß, dass hier ein Tier rumrennt. Ich gucke gerade mal nach. Wogegen könnte es praktisch sein? Camerupt könnte es ganz praktisch gegen sein. Clawitzer. Gegen Waltz ist es extrem cool. Gegen Electros ist es praktisch. Gegen Flygon, wobei Flygon meistens, nicht meistens, aber oft Scarf ist. Gegen. Spirit Tomb könnte es ganz praktisch sein. Tyrantrum ist es extrem praktisch gegen. Und ja. Auf jeden Fall, Destiny Bond macht meines Erachtens nach sogar Sinn auf dem Tier. So, dann spielen wir hier noch einen Glalie, einen Mega Glalie mit der Fähigkeit Inner Focus. Man kann eigentlich auch Ice Buddy spielen, aber ich habe mir gedacht, Inner Focus, wenn ich mal einen Mori Heat predicte, gehe ich einfach nicht in die Mega und drücke einfach mal so irgendwie Earthquake oder Freeze Dry. Und ja, eigentlich ist keine von den Fähigkeiten von Glalie jetzt so toll, nur halt die von Omega, die Refrigerate heißt sie, glaube ich, mit der wir halt einfach, ja, Refrigerate heißt sie, mit der halt einfach Normalattacken zu Eisattacken werden. Und zum Set muss ich erstmal, bevor ich gleich drauf eingehe, was sagen. Ich spiele eigentlich nur aus einem Grund Return, eigentlich spiele ich nämlich Double Edge. Ich habe jetzt auch Return drauf getan für die Team Tube, einfach weil ich dann, weil ich nicht die Möglichkeit habe, in Oras auf Double Edge zuzugreifen, und wo wir gerade bei nicht zugreifen sind. Mit Flygon wird es auch ein Problem, weil Flygon lernt halt nur in Gen 4 Defog. Das bedeutet für mich, ich werde mir mal RNG angucken, wie RNG so funktioniert, damit ich mir vielleicht in Gen 4 eins machen kann, ein Flygon. Ansonsten werde ich mir einfach eins gen müssen. Das ist mir dann auch egal, weil ich brauche halt einfach einen Defogger und da kann ich jetzt keine Kompromisse eingehen. Und ja, tut mir deswegen leid mit dem Flygon, dass ich mir das da jetzt doch gen muss, aber also höchstwahrscheinlich, wenn ich... Ich versuche es mit RNG zu machen, aber auch das ist ja nicht 100% legitim. Aber hey, ist jetzt auch gerade egal. Auf jeden Fall würde ich hier an der Stelle so ein Double Edge spielen. So, EV-Spread ist relativ leicht erklärt. Wir gehen auf Max Init, um halt möglichst viel zu outspeeden. Der Rest in den Attack, einfach um maximalen Schaden zu drücken. Und die 4 in Special Attack, um unseren Freeze-Dry noch minimalst hoch zu boosten. Und halt ein naives Wesen. Spezialverteidigung lieber senken statt der Verteidigung, um halt Prios besser tanken zu können. Weil wenig spezielle Prios rumrennen. Es gibt, glaube ich, auch nur eine einzige mit Vakuumwelle, und die sieht man im Arjo jetzt eigentlich gar nicht. Und ja, deswegen so der EV-Spread. Wir spielen hier Ice Shard, um halt Sachen wie Scarf Flygon zu one-hitten oder... Scarf Flygon, eigentlich ist das hauptsächlich gegen Flygon, ansonsten eine Prio zu haben ist nie schlecht. Dann spielen wir Return, eigentlich Double Edge, aber jetzt hier Return. Einfach, um einen guten Stab zu haben, denn durch Refrigerate wird ja zu einer Eisattacke plus 30% Stärke, dann block mal den Stab drauf. Also ist das schon eine ziemlich starke Attacke. Zwar nicht so cool wie die Double Edge, aber ziemlich stark. Und mit der 120er Base Attack, die Mega Glalie dann hat, macht das auch auf vielen Sachen richtig viel Schaden. Sollte im Moongus, glaube ich, sogar One-Hitten. Wobei ich glaube, One-Hitten tut nur das Double Edge, die Double Edge. Müsste ich jetzt nochmal nachkalten. Und ja, dann spielen wir noch Earthquake, um halt Feuer-Pokémon oder Drapion gut treffen zu können mit Glalie. Weil wir halt sonst mit unseren restlichen Attacken recht wenig dagegen anrichten können. Steel-Pokémon können wir damit auch ganz gut treffen, wobei da hauptsächlich Bronzong und Steelix rumlaufen. Und die kann man eigentlich beide... nicht gut mit Earthquake treffen. Bronzong erstmal in den meisten Fällen gar nicht, und Steelix nimmt da kaum Schaden von und killt einen dann. Earthquake kann man halt ansonsten aber noch benutzen gegen Omastar, wobei man gegen Quillfish doch lieber Freeze Dry zurückgreift. Man könnte Earthquake benutzen gegen, ja, halt die Feuer-Pokémon, die ich halt bereits erwähnt habe. So. Und dann spielen wir halt noch Freeze Dry gegen die typischen Switch-Ins in Glalie. Das wären halt die meisten physischen Walls. Und die meisten physischen Walls sind nun mal leider, was heißt leider, hauptsächlich Typ Wasser. Da gäbe es zum Beispiel Gastrodon, welches eine vielfache Freeze-Dry-Schwäche hat. Jellicent ist das keine physische, keine physische Wall. Kann man natürlich physisch defensiv spielen, aber defensiv, speziell defensiv bietet es einfach besser an, wie ich finde.
Nimm auf jeden Fall auch einigermaßen Schaden durch Freeze Dry. Ein Elemimola nimmt 4 Schaden durch Freeze Dry. Seismitoad nimmt 4 Schaden durch Freeze Dry. Elemimola kann man aber meistens nicht two-hitten, wenn es, zumindest nicht, wenn es nicht voll physisch defensiv ist. Voll physisch defensiv könnte man two-hitten, aber man spielt meistens nicht voll physisch defensiv. Dann können wir mit, was gibt es mit Freeze Dry noch irgendwas, was wir gut treffen können, was wir neben den anderen Eisattacken nicht gut treffen können. Ich glaube, ich habe alle Wasser-Pokémon genannt, die da. Glowitzer. Ist zwar keine physische Wall, treffen wir mit Freeze Dry aber trotzdem ganz gut. Und mit der 120er Spezialangriff-Space, die wir dann auch in der Mega haben, macht Freeze Dry auch 4 Schaden, auch ohne viel Investment. Und Quillfish können wir mit Freeze Dry auch gut treffen. Quillfish habe ich vergessen, ist Quillfish. Quillfish ist Ayo, oder? Meine ich doch. Quillfish, ja, Quillfish ist Ayo. Omastar können wir mit, auch gut mit Freeze Dry treffen, wobei ich glaube, dass Earthquake sich da besser anbietet. Nein, ich glaube, Freeze Dry bietet sich da doch besser an. Auf jeden Fall ist dieses Glalie halt einfach nur zum Attacken. Da kann man speziell mit einem Freeze Dry hinten reinhaken gegen Sachen, die es wollen würden. Und ja, dann wollen wir mal sehen, wie sich das Team schlägt und wie ich an meinen Flygon rankomme. Den Rest habe ich nämlich schon komplett fertig. Muss nur mal gucken, wie ich an das Flygon rankomme. Und ja, wir sehen uns dann demnächst in Oras wieder. Bis dahin. Ciao.